Sie wollen ein oder mehrere Zimmer in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus vermieten. Worauf müssen Sie dabei als Vermieter achten? Wenn Sie erstmals vermieten, dann sollten Sie insbesondere einige technische Dinge am Anfang klären. Zum Beispiel, ist die Wohnung ausreichend beheizbar? Ist die Stromversorgung sicher und ausreichend? Wie sieht das mit der Verschließbarkeit der Wohnungstür aus? Wie ist überhaupt der Zugang geregelt zur Wohnungstür? Das sind Dinge, die man am Anfang einmal klären muss. Welche Mietverträge sollten Sie verwenden? Natürlich gerne unsere Mietverträge. Wichtig ist aber, wie immer, aktuelle Mietverträge. Besonders wichtig. Es ist nachher einfach ärgerlich, wenn man Regelungen verwendet, die schon bei Vertragsschluss unwirksam waren und einem dann nachher negativ vor die Füße fallen. Wie verhält es sich mit der Mietpreisbremse? Diese gilt grundsätzlich allerdings nicht für Wohnraum zum vorübergehenden Gebrauch, sowie Wohnraum, der in der Mietsache des Vermieters liegt und vom Vermieter zu möblieren ist. Dann gilt die Mietpreisbremse nicht. Das leitet uns auch direkt zum nächsten Thema über, nämlich kann ich die Mietverträge befristen? Also grundsätzlich in Deutschland nicht, nur als sogenannter qualifizierter Zeitmietvertrag, also zum Beispiel, wenn Eigenbedarf absehbar ist. Bei diesen beiden Mietverträgen, die ich gerade eben erwähnt habe, allerdings ist die Befristung ohne weiteres möglich, als gesetzliche Ausnahme. Auch die Kündigungsfristen hier sind anders, nämlich bei dem Wohnraum zum vorübergehenden Gebrauch können die Kündigungsfristen beliebig vereinbart werden, beidseitig, dann schon im Vertrag. Bei dem Mietvertrag über Wohnraum, der im Wohnraum des Vermieters liegt und vom Vermieter zu möblieren ist, das muss ja auch vertraglich übrigens dazu verpflichtet sein, das ist wichtig. Da gibt es eine Vorschrift im Paragraphen 573c Bürgerliches Gesetzbuch, die sagt, dass die Kündigung zum 15. eines Monats immer zum Monatsende möglich ist. Was ist vielleicht noch wichtig? Was werden häufig für Fragen noch gestellt? Besteht eine Pflicht zur Vorlage des Energieausweises? Ja, die kann bestehen. Die Energieeinsparungsverordnung, die spricht davon, dass diese nur gilt für Wohnungen und für selbstständige Nutzungseinheiten. Ob bei einem Zimmer schon eine sogenannte selbstständige Nutzungseinheit vorliegt, das ist fraglich, kommt auf die Umstände des Einzelfalls an. Also zum Beispiel ist an dem Zimmer direkt eine Küche angegliedert oder ein Bad. Falls nicht, dann wird man eher nicht von einer selbstständigen Nutzungseinheit ausgehen können. Auch noch eine wichtige Frage, die mir gerade einfällt, die uns dann oft gestellt wird: Wie sieht es mit den Betriebs- und den Heizkosten aus? Also für die Betriebskosten sollte eine Pauschale gewählt werden, eine monatliche Pauschale, eben keine Vorauszahlung auf die jährlich zu erstellende Betriebskostenabrechnung, weil dann eben nicht jährlich abgerechnet werden muss. Und Ähnliches gilt auch für die Heizkosten. Hier hilft nämlich oft § 2 der Heizkostenverordnung weiter, der sagt, dass in der Mietsache des Vermieters, wenn dann nur zwei Wohnungen existieren und eine davon vom Vermieter selbst bewohnt wird, dann gilt die Heizkostenverordnung nicht. Hier kann auch oft § 11 der Heizkostenverordnung weiterhelfen, der sinngemäß sagt, dass wenn die Anbringung von Verbrauchserfassungsgeräten nur mit unverhältnismäßigem wirtschaftlichen Aufwand möglich ist, dass diese Abrechnung dann die Verbrauchserfassung unterbleiben kann.